Hallo und herzlich willkommen zu unserem Tutorial zur Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ab eGroupware Version 19.1 ist die Zwei-Faktor-Authentifizierung für mehr Sicherheit verfügbar. Wir stellen uns heute die Frage, wie funktioniert eigentlich die Zwei-Faktor-Authentifizierung in eGroupware? Wir zeigen die wichtigsten Admin-Einstellungen und zeigen auch, wie man die verschiedenen Optionen dann einrichtet. Wie setze ich Tokens und wie entferne ich diese wieder? Wie nutze ich den Google Authenticator? Oder wie nutze ich zum Beispiel den USB-Sicherheitsschlüssel? Dann zeigen wir noch, wie das Ganze mit Windows-Geräten über Windows Hello funktioniert und auch, wie es am Handy aussieht, denn auch dort ist die Zwei-Faktor-Authentifizierung verfügbar. Ich habe hier unsere eGroupware-Expertin Birgit, die Sie auch bei allen Fragen über die eGroupware-Support-Budgets kontaktieren können. Kleiner Hinweis noch, wir sind heute über unser neues Chat-Tool Rocket Chat, was auch ab Version 19.1 in eGroupware integriert ist, per Screensharing verbunden. Hallo Birgit. Birgit startet jetzt gleich mit der normalen Anmeldung und zeigt dann, wie man die Zwei-Faktor-Authentifizierung erstmals einrichtet. Also das hier ist jetzt die Startseite, die diesen zweiten Faktor Authentifizierung mit anzeigt, aber ist noch nicht eingerichtet. Das heißt, momentan kann ich einfach auf Anmelden gehen und bekomme dann direkt die Anmeldung an der eGroupware in der 19.1. Wenn ich dann hier oben auf meinen Avatar gehe, auf Sicherheit und Passwörter, werde ich nach dem Passwort von meinem Benutzer gefragt und ich kann dann hier in der Zwei-Faktor-Authentifizierung diesen zweiten Faktor einrichten. Dafür brauche ich an dem Smartphone einen Google Authenticator, den ich jetzt hier als neues hinzufüge, indem ich den Barcode scanne. Das heißt, der wird jetzt bei mir auf dem Gerät hinzugefügt mit der URL von der Tutorial-Instanz, die wir hier nutzen, und dann bekomme ich dann einen Faktor sechsstellig angezeigt und muss jetzt hier mein Passwort eingeben, was ich am Handy angezeigt bekomme, und das wird dann hier drin gespeichert. Wenn ich mich jetzt abmelde und neu anmelde und hier auf Anmelden gehe, dann bekomme ich jetzt schon die Rückmeldung, dass die Zwei-Faktor-Authentifizierung erzwungen ist. Ich muss also den zweiten Faktor angeben, um mich anmelden zu können. Der wird mir wieder auf dem Handy angezeigt. Der wird einfach alle 2-3 Minuten wird ein neuer Faktor dort generiert und im Browser abgeglichen. Das heißt, ich gebe jetzt das ein, was ich auf dem Handy sehe und kann mich dann damit anmelden. Wenn ich jetzt hier wieder auf Sicherheit und Passwörter gehe, dann wird mir jetzt bei der Zwei-Faktor-Authentifizierung angezeigt, dass die Zwei-Faktor-Authentifizierung bereits konfiguriert ist. So, dann gehe ich jetzt an der Stelle, melde ich mich nochmal ab. Wir würden uns den zweiten Punkt anschauen und das ist dieses an mich erinnern, was wir hier im Browser sehen. Das heißt, das hier ist jetzt ein Token, das den Browser als zusätzlichen zweiten Faktor authentifiziert. Auch hier für die erstmalige Einrichtung brauche ich natürlich meinen zweiten Faktor wieder, nämlich den ich jetzt am Handy wieder sehe. Ich gebe den jetzt wieder ein, habe den Haken gesetzt und melde mich damit an. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, wieder auf Sicherheit und Passwörter, dann kann ich jetzt sehen, dass hier verschiedene Tokens, nämlich von dem Rocket Chat zum einen sind und hier dieses Remember Me Token, das aktiv ist, mit dem ich mich anmelden kann. Das heißt, wenn ich mich jetzt hier abmelde,
habe das Remember Me gespeichert, kann ich mich jetzt an der Instanz in diesem Browser, von dem ich dieses Remember Me Token habe, was für einen Monat standardmäßig gültig ist, kann ich mich anmelden, ohne den zweiten Faktor vom Handy eingeben zu müssen. Erst in dem Moment, wenn ich jetzt hier drauf gehe und sage, okay, nee, den möchte ich nicht mehr als gültig haben, könnte ich ihn hier jetzt auch quasi zurückziehen, im Englischen revoken. Danach gilt der nicht mehr als zweiten Faktor. Oder aber, wenn er abgelaufen ist, wenn er einfach den Monat alt ist, den ich als Lebensdauer eingegeben habe, dann würde ich halt nochmal einmalig nach diesem Google Authenticator gefragt. Und wenn ich das Remember Me dann wieder anhake, dann ist es an der Stelle so, dass er mich das nächste Mal wieder danach fragt. Ja, wir haben ja jetzt die Authentifizierung gesehen. Zum einen über den zweiten Faktor, der am Handy erzeugt wird. Wir haben das Token gesehen mit dem Remember Me am Browser. Und es gibt jetzt noch eine weitere Möglichkeit, die nennt sich WebAuthn. Und bei dem WebAuthn ist es so, dass man im Prinzip verschiedene Möglichkeiten hat, diese Authentifizierung zu erstellen. Das eine ist zum Beispiel ein Sicherheitsschlüssel, der wird per USB an den Rechner gesteckt und man kann den noch mit einer PIN zusätzlich absichern. Und wenn man den dann einrichtet, dann, mein Passwort wird gebraucht, damit man einrichten kann. Das hier ist jetzt eine zusätzliche Sicherheitsabfrage. Für die Windows-Geräte gibt es das Windows Hello, mit dem man sich auch als Sicherheitsfaktor anmelden kann. Bei mir eingerichtet an meinem Windows-Gerät ist es jetzt so, dass es über eine PIN funktioniert. Und mit dem kann ich mich auch an meinem Microsoft-Konto bzw. an meinem Rechner anmelden. Und das wird dann als zusätzlicher Faktor entsprechend rein integriert. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf Abbruch gehe, auf Abmelden gehe und mich jetzt hier wieder anmelde, dann fragt er mich jetzt nach meiner Sicherheits-PIN ab, die ich in Windows Hello angegeben habe. Wenn ich jetzt Windows Hello einrichte, hätte das Ganze auch darüber eingerichtet werden können. Kann ich gleich auch nochmal zeigen mit dem Windows Hello, wenn das Gerät neu genug ist, dass es Biometrie scannen kann, dann kann man denn das Windows Hello auch damit einrichten, dass ein Fingerabdruck oder über die Augeniris Sachen das Ganze authentifiziert und nicht über eine PIN. Mein Laptop ist jetzt allerdings schon ein kleines bisschen älter, von daher hat er die Option nicht. Aber zurück zu den anderen Optionen, die ich habe. Auch hier wieder, um was Neues einzurichten, muss ich entsprechend auf mein Passwort eingeben vom Benutzer. Und jetzt kommt das Windows Hello und sagt mir auch wieder als zusätzliche Sicherheit, dass ich meine PIN eingeben soll. Und jetzt kann ich einen zusätzlichen Faktor einrichten. Und zwar, das ist jetzt über diesen Sicherheitsschlüssel, den ich einfach per USB anstecke. Das heißt, der hat eine PIN, die ich eingebe, dann OK sage. Und dann werde ich aufgefordert, auf meinem Sicherheitsschlüssel ihn anzutippen. Und dann funktioniert die Authentifizierung auch darüber. Das heißt, ich melde mich jetzt hier nochmal ab an unserer Instanz. Nochmal zur Erinnerung. Ich habe die Möglichkeit, über den zweiten Faktor mich zu authentifizieren, den ich am Handy eingebe. Ich habe das an mich erinnern, Token im Browser. Und wenn ich jetzt hier drauf gehe, dann kann ich auch über den Sicherheitsschlüssel an der Stelle wieder meine PIN eingeben. Werde abgefragt, dass ich den einrichte. Und dann werde ich authentifiziert. Natürlich kann ich
ich muss nicht diese ganzen verschiedenen Faktoren haben. Ich kann auch nur einen einzelnen Faktor davon einrichten. Das heißt, ich kann an der Stelle, wenn ich jetzt hier auf Sicherheit und Passwort gehe, genauso, damit ich für alle Aktionen, die ich mache, kann ich jetzt sagen, nee, mein Remember Me soll nicht mehr gültig sein. Ich ziehe das zurück. Damit ist der Browser als Authentifizierungsmöglichkeit ausgeschlossen. Und ich könnte jetzt an der Stelle auch sagen, das PIN will ich nicht mehr haben. Die möchte ich rausnehmen, dann kann ich das löschen. Dann gilt es auch nicht mehr. Und wenn ich mich jetzt wieder abmelde und versuche anzumelden, dann fragt er mich nur noch nach meinem Sicherheitsschlüssel. Ja, wie gesagt, jetzt könnte man nochmal auf die administrativen Dinge zu dem Ganzen schauen. Da muss ich einmal die Statistik übertragen. So, Konfiguration der Anwendung. Im Tab Sicherheit gibt es oben die Optionen zur Zwei-Faktor-Authentifizierung. Standardmäßig voreingestellt mit der 19.1 ist es so, dass die Zwei-Faktor-Authentifizierung als optional angezeigt wird. Sobald der Benutzer sie aber eingibt, ist sie erzwungen und muss ein zweiter Faktor eingegeben werden. Das ist das, was wir am Anfang gesehen haben. Ich konnte mich zuerst anmelden, ohne dass das eingegeben war. Danach war es so, dass er automatisch gefragt hat nach dem zweiten Faktor und ich mich ohne den nicht mehr anmelden kann. Wenn ich als Administrator das Ganze konsequent durchsetzen möchte, macht es Sinn, hier auf die zweite Option erstmal umzuschalten und kann sagen, ein zweiter Faktor wird als benötigt angezeigt, aber nur wirklich benötigt, wenn der Benutzer sie eingerichtet hat. Das heißt im Prinzip, die Benutzer melden sich an, bekommen erstmal angezeigt, Achtung, hier, du brauchst einen zweiten Faktor, können sich aber noch anmelden, um das Ganze einzurichten. Wenn es dann eingerichtet wird, ist es wieder erzwungen. Das heißt, ich kann an der Stelle als Administrator sagen zu meinen Benutzern, ihr habt jetzt 2 Wochen Zeit, das Ganze einzurichten und nach 2 Wochen schalte ich es zum Beispiel um auf die dritte Option, dass es unbedingt benötigt ist und dann kann sich ein Benutzer auch tatsächlich ohne diesen zweiten Faktor nicht mehr anmelden. Die zweite Option geht um dieses an mich erinnern oder Remember Me Token. Standardmäßig voreingestellt und das macht auch Sinn, ist zu sagen, die wird ausschließlich als zweiten Faktor benutzt, nicht zum Ersetzen von einem Passwort, weil an der Stelle die E-Mail-Einrichtung in der Regel ein Passwort benötigt. Das sind Sachen, an denen wir arbeiten, dass das in Zukunft auch umgangen werden kann, dass ich auch im Prinzip sagen könnte, ich brauche gar kein Passwort mehr eingeben, sondern ich kann dafür auch für eine erhöhte Sicherheit ein Token eingeben. Aber momentaner Stand ist, wir brauchen das Passwort, um das Ganze dann für die E-Mail-Anmeldung weiter zu nutzen. Wenn jemand natürlich kein E-Mail nutzt, ist es auch möglich, aber grundsätzlich würde ich immer sagen, es macht mehr Sinn, das Ganze als zweiten Faktor zu nutzen, als alleinigen Faktor, weil dann habe ich halt nicht einfach mehr Sicherheit, sondern ich habe eine Sache durch was anderes ersetzt. Und die standardmäßige Gültigkeit von dem Token, von diesem Remember Me, was im Browser gespeichert wird, gilt für einen Monat. Ich kann es aber natürlich auch entsprechend länger setzen oder kürzer setzen. Bedeutet immer, wenn ich dieses Remember Me verwende, das gilt halt genau an dem einen Browser, an dem ich es eingesetzt habe. Also habe ich es an meinem Laptop in Chrome eingerichtet, heißt es nicht, dass ich mich in Firefox deswegen mit dem gleichen Token anmelden kann. Das wird mich mein Firefox immer noch nach einem anderen zweiten Token fragen. Auch dort kann ich natürlich ein Remember Me setzen, dann sehe ich mehrere Remember Me Tokens in meiner Übersicht und wenn irgendwas mal nicht funktioniert, kann ich die halt auch wieder zurückrufen. Und damit sind die Sachen nicht mehr gültig.
Grundsätzlich ist aber auf jeden Fall so, sobald ich die Zwei-Faktor-Authentifizierung eingerichtet habe, sorge ich dafür, dass man so typischen Attacken, irgendjemand versucht von außen einfache Passwörter zu erraten, automatisiert, ist damit komplett abgeschaltet. Weil der wird diesen zweiten Faktor nie zur Verfügung haben. Also der hat weder den Browser, noch hat er meinen Google Authenticator oder meinen Sicherheitsschlüssel. Das heißt, er kann so viel versuchen, Passwörter zu erraten, wie er will. Er wird einfach nie in die Software, in die E-Group-Ware reinkommen. Und damit sind meine Daten, in der vielleicht ja auch personenbezogene Daten im Adressbuch gespeichert sind, sind automatisch geschützt. Natürlich interessant ist die ganze Geschichte jetzt auch, wie sieht das Ganze auf dem Handy aus? Also wenn ich mich jetzt mit meinem Smartphone anmelde, auch dort funktioniert das Ganze. Ich kann mich zum Beispiel an einem aktuellen Android, der hat auch einen Webbrowser drin. Das heißt, an meinem Handy habe ich das Ganze so eingerichtet, dass wenn ich mich dort anmelde, er mich nach dem Fingerabdrucksensor, den ich als Sicherheitsfaktor angegeben habe, auf dem Handy fragt, um das Ganze zu authentifizieren. Natürlich kann ich auf dem Handy auch über den Google Authenticator, der da sowieso drauf ist, einen zweiten Faktor generieren. Das heißt, ich habe da auch auf dem Handy viele Möglichkeiten, das abzusichern. Die neuesten iOS-Versionen, also für iPhone und iPad, werden es auch ermöglichen. Die konnten es in den bisherigen Versionen noch nicht. Diesen webgroßen Standard, der ist dort noch nicht drin. Aber das ist am Kommen. Und ich denke mal, alle aktuellen Handys werden das über kurz oder lang dann auch unterstützen. Im Zweifelsfall habe ich den Google Authenticator aber immer, den ich nutzen kann. Okay. Also ich versuche mich jetzt hier anzumelden. Also wir würden jetzt hier den zweiten Faktor an der Stelle auf dem Handy eingeben, der jetzt im Google Authenticator entsprechend bereitgestellt wird. Das heißt, ich kopiere mir den jetzt auf dem Handy, wechsle zurück in meine Authentifizierungsanwendung, brauche wieder meinen richtigen Benutzernamen und hier als Nicole Osterin. Und gebe dem jetzt hier als zweiten Faktor den Faktor ein, den mir auf meiner Anmeldung angezeigt wurde und die auch anmelden. Dann werde ich darüber jetzt entsprechend angemeldet. Ja, er darf notifizieren. Ich möchte das jetzt hier auch nicht mehr sehen. So, jetzt, um das Ganze am Handy einzurichten, dass es nicht über diesen Faktor geht vom Google Authenticator, weil mir das zu umständlich ist, kann ich jetzt natürlich hier auch wieder auf Sicherheit und Passwörter gehen. Auch hier muss ich natürlich mein aktuelles Passwort eingeben. Kann jetzt hier unten auf WebAuthn gehen und kann sagen, ich möchte hier was Neues hinzufügen. Und sage jetzt, ich möchte den Sicherheitsschlüssel mit Fingerabdruck verwenden, der fordert mich jetzt auf, an meinem Handy den Fingerabdruckscanner zu nutzen. Der wurde bestätigt und wird dann entsprechend hier eingetragen. Das heißt, wenn ich jetzt zurückgehe, mich wieder abmelde, kann ich ab jetzt mich hier anmelden und werde vom Handy nach dem Sicherheitsfaktor, dem Fingerabdruck,
gefragt und die Anmeldung funktioniert genau dann, sobald ich meinen Fingerabdruck eingegeben habe als zweiten Faktor. Das heißt, ich habe jetzt auf dem Handy auch das Passwort und den Fingerabdruck, habe also auch hier die zusätzliche Sicherheit. Ich brauche nicht den Google Authenticator, der das natürlich einfacher, ein bisschen umständlicher macht, weil ich mir die sechsstellige PIN dort drauf kopieren muss. Auf dem Wege kann ich also auch auf meinem Handy dessen Sicherheitsfaktoren, die die Handys ja heutzutage haben, einfach nutzen, um damit die Gruppe sicherer zu machen und zusätzlich abzusichern. Und es trotz allem immer noch komfortabel zu haben in der Anmeldung, weil ich nur einmal meinen Fingerabdruck noch zusätzlich angeben muss. Ob ich mein Passwort im Browser speichere oder nicht, ist natürlich auch nochmal ein Sicherheitsfaktor. An der Stelle ist es so, für diese Instanz habe ich es gemacht, für andere Daten, wo jetzt wichtige Informationen drin sind, hätte ich das Passwort nicht im Browser gespeichert, aber das ist eine Entscheidung, die im Prinzip dann auch jeder für sich selber treffen muss. In jedem Fall ist es nochmal zusätzlich abgesichert darüber, dass ich entweder diesen zweiten Faktor von Google Authenticator brauche oder den zweiten Faktor im Sinne von meinem Fingerabdruck. Ich kann jetzt an der Stelle einfach auch nochmal kurz auf den Google Authenticator schwenken. Das heißt, hier sieht man jetzt, wie sieht dieser Google Authenticator aus dem Handy aus. Der zeigt jetzt einfach die verschiedenen Passwörter, die sind auch immer nur für einen gewissen Zeitraum gültig. Und den hier einfach mal rauslöschen. Das Konto ist jetzt entfernt, gibt es nicht mehr drauf. Wenn ich jetzt die Tutorial wieder einrichten möchte, gehe ich hier auf das Plus am Handy, sage Barcode scannen, brauche dann entsprechend meinen Barcode, den ich abscannen kann. Und danach sagt er, okay, der Schlüssel ist jetzt gespeichert. Ich habe jetzt hier den Code als Einmalpasswort über den Google Authenticator, den sechsstelligen, der laufend neu generiert wird für die Anmeldung am Browser. Von daher ist es auch unkritisch, dass wir es abfilmen. Die Sachen sind sowieso nach 2 Minuten nicht mehr gültig und vorbei. Ja, das ist im Prinzip das zu den Sicherheitsfaktoren, Zwei-Faktor-Authentifizierung, Web-Authen, was ich am Handy einrichten kann oder auch auf dem Sicherheitsschlüssel am Browser. Wir können uns gleich nochmal anschauen, dass wir, was das Windows selber anbietet, das Windows Hello, was ich vorhin angezeigt habe an der Stelle. Dafür brauche ich natürlich mein Windows. Ich würde das einfach auch mal hier rüberziehen. Da sind wir ja auf einem ähnlichen Ausschnitt. Vielleicht klappt es ja. Und zwar ist das Ganze bei Konten. Anmeldeoptionen. Und da ist die Windows Hello Anmeldung. Wie gesagt, wenn das Gerät das unterstützt, kann ich Gesichtserkennung oder Fingerabdruck an dem Gerät machen oder könnte natürlich auch ein externes Gerät, was die Gesichtserkennung oder Fingerabdruck macht, dort anschließen. Ich kann das Ganze über eine PIN absichern, die ich hier entsprechend eingeben kann, mit der ich mich dann auch an meinem Windows-Gerät anmelden kann. Oder ich kann das Ganze über einen physischen Sicherheitsschlüssel. Ich stecke den jetzt nochmal bei mir in das USB rein. Dann erkennt er den, wenn ich auf Verwalten gehe und fordert mich auf, den Sicherheitsschlüssel anzutippen. Und ich kann jetzt hier dann auch bei dem Schlüssel eine andere PIN, für die PIN einstellen, die ich damit verbinden will. Sobald es eingerichtet ist, stehen mir an meinem Windows die entsprechenden Optionen zur Verfügung. Natürlich ist es so, dass die Sache mit dem Sicherheitsschlüssel genauso auch an anderen Geräten, also auch am Mac funktioniert oder auch auf dem Windows-Gerät. Ja, ich denke, das war's soweit. Ja, dann vielen Dank, Birgit. Das war's von uns, das Wichtigste zur Zwei-Faktor-Authentifizierung.
Wenn Sie weitere Fragen dazu haben, können Sie gerne mal im eGroupware Forum nachschauen oder Sie wenden sich direkt an unseren Support. Weitere Tutorials und Webinare finden Sie auf der eGroupware Website unter www.egroupware.org.